Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Wir haben jetzt Messier 2, also das zweite Objekt im Messier-Katalog. NGC 7084 ist die Bezeichnung im New General-Katalog und das ist ein galaktischer Kugelsternhaufen Stern mit Wassermann. Warum ein Kugelsternhaufen? Man sieht ja, wie auf dem Bild hier, kugelförmig angeordnet und die Sterne sind sehr dicht beieinander. Hat einen Durchmesser von 150 Lichtjahre und in diesen 150 Lichtjahren befinden sich 100.000 Sterne. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Vor allem, wenn der nächste Stern, Alpha Centauri, mit 4,3 Lichtjahre Entfernung ist. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Dieser Haufen ist 12 Milliarden Jahre alt. Und das ist ein typisches Alter von Kugelsternhaufen, weil die ja alle sehr alt sind. Die sind ja alle damals in dieser Zeit, diesem Zeitraum entstanden. Es befindet sich im inneren Halo der Milchstraße, 50.000 Lichtjahre entfernt. Aber jedoch hat ein Kugelsternhaufen auch einen Preis zu zahlen, da ist auch kein Leben möglich. Weil die Planeten ein Kugelsternhaufen sozusagen durch die Gravitationskräfte von den Sternen ständig von den Bahnen abgelenkt werden, weil die Sterne ja teilweise nur in wenigen astronomischen Einheiten Abstand voneinander stehen. Das heißt, die werden beeinflusst sich gegenseitig und dann geht's halt gar nicht, wenn es überhaupt Planeten so einen Kugelsternhaufen gibt. Vielleicht eine äußere Ränder vielleicht, aber kann man nicht ganz genau sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.